Freunde, wir gucken Satter Hugo Video, let's go. So, wir reagieren auf Satter Hugo. Digga, ist auch eine abgefuckte Scheiße. Ich bin seit 2 Tagen krank. Seit 2 Tagen wird mir Satter Hugo immer ganz oben bei YouTube angezeigt. Und ich darf mir dieses scheiß Video nicht Oh reinziehen. Mein Gott, ich fühl das. Bro, no joke, genau so. Genau das war die letzten 2 Tage, Digga. Weil ich das mit euch zusammen im Stream schauen muss, sonst seid ihr stinksauer. Und ich habe auch keinen Bock mehr, dass ich die ganze Zeit das Video da angezeigt bekomme. Deswegen bin ich jetzt einfach live gegangen. Schau mir das mit euch an, 8 Minuten, und geh wieder pennen. Life would be a dream, if I could take you up. Bro, diese Show auf TikTok habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Was ist das? Ich habe das Gefühl, ich bin langsam zu alt für den Scheiß. Sag ich euch ehrlich. Ciao, ragazzo. Mann, das bockt überhaupt nicht. Ich höre dieses Video auf dem rechten Ohr. Es bockt gar nicht. Es bockt wirklich gar nicht. Warte mal, kann ich das irgendwie so hier drüber machen? Auch vorsichtig? Nee, das tut weh. Heul leiser, halt deine Fresse. Weiß ich jetzt nicht, Digga. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Und Dings ist angekommen, Super Mario 64, der Remake für die Switch. Hätte ich auch mal Bock, theoretisch gesehen. Müssen wir gucken. Bro, no joke, ich find's so f***ing dope, wenn mehr deutsches oh, nein. Mario 64 Oh nein! Warum macht ihr das nicht? Oh, Digga, die nein, wollen alle nein, rum, nein, nein, nein. Zocken haben, aber keiner spielt das Beste, was es aktuell nein. ist. Mario 64 Speedrun. Könnten so geile Races alle gegeneinander machen. Stattdessen macht ihr irgendwie irgendeinen langweiligen Bullshit, den keiner sehen will. Sieht doch gut aus, Chat, oder? Revi spielt irgendwie immer Scheißspiele. Warum explodiert das denn nicht? Ja! Hallo? Ist das Monte? Nein, halt doch dein Maul, Digga! Warte, ich krieg was auf Twitch. Er hat geleftet. Und im Übrigen, ich bin doch Monte. Nein, 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 nein. Oh nein, Digga, wieder schon reingenommen. Zum Essen. Bitte. Nein. Bitte sag noch ein Wort. Heidi Jalla. Sag noch, Finger pro Mexiko. Finger pro Mexiko! Habe ich die ganze. Das war wohl eine Folie zu viel, die ich abgerissen habe. Eigentlich ist das eine absolute Frechheit, ne? Digga, hat Monte rausgefunden, dass man Spiele im verfickten E-Store kaufen kann von der Switch? Bruder, wer bestellt sich denn heutzutage noch fucking Games in so Verpackungen, Alter? 77 Monate, kein Danke. Ja, mach mal 100 voll, Basti. Jesus. 77, er denkt ja, ich muss mich bedanken. German, danke für die 77, Digga. Ich mach es auf und freue es, also das ah, löscht euch alles, German. Ich finde es gut, dass du damit es nicht eintönig wird, so oft für uns im Nether sterben wirst. Bro, shut the f***, ich werde heute nicht ein einziges Mal im Nether sterben. Ihr könnt mir überhaupt nichts. Alles gut? Warum schreien die Leute schlafen? Oh mein Gott, deine Sachen sind weg. Halt's Maul! Ja, die haben sich komplett... Du kannst im Nether nicht schlafen, dann explodiert das Bett. Ah, danke, Roat. No shit. Leg dich mal hier das Bett rein, leg dich mal hier das Bett rein, dann kannst du hier pennen. Oh ja, warte, das will ich sehen. Und died. Du hast mich getrollt. Ich musste einfach, Alter. Alter, was? Wie hat der die denn rausgefunden? Das ist ja schon beängstigend. Wo hat er die gespeichert? Der hat ein zu großes Archiv, Alter. Ey, Chad, sollen wir uns erstmal Eisenwerkzeuge holen und so? Ja, ne? Ich glaube, das ist so erstmal die Wave. Oh mein Gott, ich werde sterben. Oh mein Gott, ich werde sterben. Nein, 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 oh mein f***ing Oh, ist an der Facecam, also die Mann, wirklich, ne? Ey, das wird heute der kürzeste Just-Chatting-Part in meinem Stream ever. Es bockt überhaupt nicht zu reacten mit einem Ohr. Digga, es macht gar keinen Spaß. Ich sehe hier auch aus wie ein übelster Vollidiot, weil ich meinen Kopf noch nicht anders tragen kann. Digga, mein linkes halbes Auge ist auch noch halt eingeschränkt durch den Kopfhörer. Taumelt richtig, ne? Ich guck mal. Digga, ich hab noch einen Stand. Zocken wird besser? Boah, keine Ahnung. Ja, vermutlich nicht. Ich habe eine Runde Counter-Strike gespielt mit einem Ohr gestern, das war die Hölle. Von vor 2 Stunden. Warte mal, wenn ich jetzt Play mache, bin ich gespannt, was dann passiert. Isa, gar kein Problem. Jemand ein MacBook Pro 1502 von 2014 mit einem i7 16 GB RAM und 500 GB. Digga, wir filmen wieder das halbe Video, Bro. Ganz Twitch Deutschland wieder kein Content gebracht. Es ist gekauft. Digga, Jungs, wir sind hier nicht bei Gottverdammt eBay Kleinanzeige. Oh mein Gott. Was geht, meine pixeligen Freunde? Und willkommen zu Varo 2.
hoffe, das hat man nicht gehört, aber vermutlich hat man es gehört. Lügen würde ich sagen, würde ich nicht sagen, dass ich ab und zu keinen Alkohol trinke. Ich schieße mich jetzt aber nicht komplett weg. 2 Stunden später. Boah, stell dir mal vor, das jetzt auf einer LAN-Party. Da würde ich dann kein Energy mehr trinken, sondern Wodka. Und schieß mich weg und schlaf ein. Digga, Isa war so ein Fiebertraum nachts einfach, no joke. Die Frau war komplett weg. Entweder die war so komplett auf Crack oder sie hat gepennt einfach. Das waren so die zwei Dinger. Ich bin so wert, der besoffene. Und ich schwöre, das Einzige, was diesen Abend noch besser machen würde, wäre, wenn du und Peter noch hier wären. Molle, der Timex hier. Es sieht nicht mal so verkehrt aus. Er könnte auch dieser Bahntyp sein, der so von Zügen übel begeistert ist. Da war gerade jemand, die meinte, ich kenne sie zwar nicht, aber sie sehen aus wie mein alter Gitarrenlehrer. Wie ein Häuschen Elender. Wo warst du? Wir brauchen dich doch. Ohne Pause. Wovon denn? Ich bin zu verkatert für alles gerade. Digga, ey, wirklich, ne? WLAN würde auch so perfekt so reinpassen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch aus dem Dorf kommt. Vermutlich ja. Kennt ihr diese Atzen, die da immer so auf der Parkbank chillen an so einem Mittwoch um 11 Uhr und sich so ein Dosenbier aufcracken? Digga, wenn man da WLAN reinsitzen würde, es würde legit nicht auffallen. Digga, es wird nicht auffallen, es wird einfach, man wird es nicht merken. Du könntest ihn da einfach hinsetzen, Bro, er wird perfekt reinfitten. Keiner wird irgendeinen Unterschied sehen. Schön so eine 1 Liter Faxe aufknacken. An so einem chilligen Mittwoch 11 Uhr, Digga. Okay, das ist ein Bild von Wieland Kostüm und da steht von Dominik, wenn sie dir sagt, sie steht auf böse Buben aus den 20ern. Weil und jetzt ein Kommentar, jetzt ein Kommentar. Er hat geschrieben, um 11 Uhr, also um 23 Uhr, Boxer kommt daufen. Boxer kommt daufen. Ich glaube, was er sagen wollte, ist, Boxer kommen saufen. In Kölner sind sie doof, denn da gibt es viel Suff. Außer wenn man mag, besucht man Familientag und da geht's rum, rum, rum. Geil, was für ein Schlauch. Darf ich das schlauchen lassen? Komm, komm, put, put, put. Achso, okay. Wie geil, das hat aufgesaugt. Was für ein geiler Staubsauger, dankeschön. Boah, Digga, ne? Ich hasse Saugen, aber sowas, wenn man sowas einsaugt, dann macht so. Dieses Flup-Geräusch, Digga, ist schon satisfying, Mann. No joke. No joke. Oder so wie bei so QVC, wo die dann immer so Kieselsteine da so haben und dann fahren die mit dem neuen Dyson 9000 so drüber und es macht so klack, 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 klack. Checkt ihr, was ich meine? Boah. Digga, ich liebe das. Das ist das Beste. Ein geiles Teil gewesen. So was will ich auch zu Hause. Juckt, schau weiter. Ey, oh, perfekt, Digga. Ey, sorry, dass ich angehalten hab, Digga. Ich lasse die Videos ab jetzt einfach laufen. Ich höre ja eh auf dem linken Ohr nichts, Digga. Ich kann auch auf dem rechten Ohr einfach auch ansetzen, Digga. Ich gehe einfach aus dem Raum, lass ein paar Videos laufen, leg mich wieder ins Bett, Bro, ruhe mich ein bisschen auf. Wir machen ein bisschen Sellout-Stream, während ich nicht da bin. Arschgeil, Digga. Perfekt. Ganz wichtig. Ey, Digga, was ist das für ein scheiß Edit? Wer ist doch wieder von Crow in den kleinen Ton? So der Schitte, Digga. Das ist so eine Frechheit, Digga. Clap, Basti, Kevin, Abend, Clap. Wisst ihr, was funny heute war? Warte, was ist das für ein fucking Emote, Bro? Wisst ihr, was heute funny war? Ich habe heute mit Basti geschrieben, ob wir heute Abend was machen sollen. Und dann meinte er so, ja, was schlägst du denn vor? Und dann habe ich so halt aus Joke geschrieben, warum schlägst du nicht mal was vor? Wann passiert das? Und dann hat er gesagt, ja, dass er doch immer was vorschlägt. Und dann meine ich so, Bro, du schlägst halt bei WhatsApp immer vor, dass wir entweder 51 spielen, Mario und Sonic, oder Switch Sports. Das sind die drei Games in Loop, okay? So, und dann meinte er so, dass mein Gedächtnis ja auch nur für die letzten 2 Jahre reicht und ich nämlich nicht mehr daran erinnern kann, was davor war. Digga, als würde es was ausmachen, was du vor 2 Jahren vorgeschlagen hast. Okay, sorry, Alter. Hast recht, Digga, vor 4 Jahren hast du mal den Polizeisimulator vorgeschlagen. Doch, dann war es wiederum meine Schuld. Sorry, dann hab ich an der Stelle nichts gesagt. Oh Mann, immer macht Paul. Ja, ja, wer ist schuld? Kevin oder Basti? Ja, wir machen heute auf jeden Fall abends einen Basti-Kevin-Abend, das passiert halt. Euer Nachbar, ich wollte mich vorstellen. Ich bin heute irgendwie 5 oder 6 Stunden mit dem Wohnmobil hierher gefahren zu einem Kumpel. Der macht seinen Sabaton hier. Also. Der ist hier einfach hergekommen, macht von hier aus seinen Sabaton. What the fuck, Alter? Er hat halt wirklich
Junge, also wie sehr willst du Männlichkeit? Boah, MILF 18, Digga. Und bist du wieder da? Dann fahr doch vorbei, du Affenkopf. Mann! Käseschnitzel. Wo lebt noch alles hier? Digga, halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Nein, nein. Stopp, stopp, wobbidi-bopp. Stop, 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 wobbidi-bopp. Jetzt alle nochmal zusammen hier. 100 Subs, jetzt sofort 100 Subs. Ich werde mir die Haare abschneiden. Überkrasse. Oh. Bro, no joke. TikTok, Alter. Oh, der Rasierer ist gerade ausgegangen. So, weiter geht's. Let's go. 7000 Zuschauer. Ich zieh mir sofort die Hose aus. Jetzt müsst ihr eure krassesten Geschenke rausholen. Ja, yeah, sie ist ausgezogen. Alter, 147 neue Follower? Alter, kann es sein, dass ich hier gerade extrem gut vorgeschlagen werde auf Twitch? Was ist das hier? Nee. Aber sie müssen aufpassen, ne? Da hinten ist ein Gastgang. Boah. Ey, wie heißt das nochmal? Chip? Nee. Getränk? Das ist so ein japanisches. Irgendwie. Mizune oder so. Ramune, ja. Das ist übelst geil. Ich liebe das. Das hole ich immer bei so Rahmenläden. Aber sie müssen aufpassen, ne? Da hinten ist ein Gastank. Das ist mega lecker. Übel eklig? Nein, das ist übelst geil. Das schmeckt im Grunde so ein bisschen wie so Sprite, aber ein besser. Mein Gott. Einmal nur ganz kurz zu euch, ja? Damit ich einmal ganz kurz zeige, ich habe die gleiche Flasche hier wie er. Damit ich mal zeige, dass der Bre absolut falsch reagiert hat. Auf. Und rum. Zack. Zack. Nein, warte mal, das kommt ab jetzt hier. Das kommt ab. Ihr werdet keinen Tropfen raussehen, das ist ganz einfach. Er hat irgendwie, keine Ahnung, rumexperimentiert. Zack. Was? Die haben mich verarscht. Die Präsentation ist... Bro, das ist mir noch nie passiert. What the fuck? ...beendet. Ich hoffe, ihr habt keine Fragen. Und ich hoffe, ihr konntet die Präsentation genießen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Stunde, ne? Zeig uns mal deinen Blick, wenn der Stream abkackt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein Video, was ich auf Stream geguckt habe, Chat. Digga, dieses, wirklich, das ganze Interview war super solide und dann das Ende war so cringe. Oh. Bro, was war das, Digga? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Max, Junge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Und denk noch so cool ab wie Max. Tschüss.